Hallo und herzlich willkommen zu Folge 311 von Xeres Wer Rückkehr. Warum erzählt denn stehen wir hier? Ganz sowas? einfach, ich habe ja am Ende, weil ja Ich habe die ihr Spiel Flora am Ende sauer wurde, habe verloren. ich ja neu geladen, habe ich Genau das habe nochmal ich dann, auch nachdem gesagt. ich die Folge beendet hatte, ein bisschen mich umgeschaut, wie wir So am steht besten es in den hoch aufs Heiligen Dach kommen. Ich habe jetzt einen Schriften. Weg gefunden. Man Wohlgemerkt, erzählt sich müssen ja wir dann so auch noch zu heilig. Ignaz, denn ich habe beim Lutero da hinten noch Diese zwei, drei Rübenarten sind alle Vergessensspruchrollen untereinander so gekauft. weg. Warum Das heißt, erfahre das ich können wir auch aus abgeben. So, und Ignaz? hier müssen wir hoch können. Nein, so Ich habe nicht. ja stets wie in das Namen. Genau so. Mich Jetzt braucht quasi hier hinten Gewissens rum. zu fragen. Dann auf die Standbild. So, jetzt geht's wieder. Man erzählt sich ja so Auf die. einiges. Aufs Dach von Was ist der denn noch besser Flora. als Das das wäre dann Johannes das hier. Kamin? Da ist auch die Ratte. Niemand darf gegen die Urlaubsordnung sein. 5 EP, vielen Dank. Da ist nichts zu Jetzt ist holen. nur die Frage: Gibt es hier sonst noch irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Normalerweise. Wäre es ja in der Unterstadt zum Beispiel der Fall, dass wir da noch ein paar Tränke oder Lederbeutel finden können, aber ich glaube, hier in der Oberstadt ist nichts. Ich wüsste auch nicht, wie ich darüber komme. Ah, vielleicht irgendwie übers Torhaus oder so, aber das lassen wir jetzt einfach Übrigens, mal wer sein. an ihren Aufgaben Also, ich versagt, gehe nicht davon das aus, ist dass kein jetzt Geheimnis Wertvolles zu mehr, finden ist. alles nur Gerüchte. Nur gucken, dass wir hier einigermaßen unbeschadet. Glaubst du Naja, wirklich? gut. Für uns ist es ja kein Problem, Man wenn man da muss mal ein eben bisschen wo aufpassen, runterfällt. was man so hungert, Das du wirklich? Niemand darf gegen macht die uns ja öffentliche nichts. Ordnung verstoßen. Also 10 Meter Ich hätte runterfallen. das nicht lieber. Auf dem Rücken, gar Ich nichts. könnte Fällern und Ja. Fänge, warum? Total Morgen ist unbeschadet nicht überstehen wir mehr das. jemand, der schon wie ein Die Ratte Fremdling macht lebt. keinen Erben mehr. Ach, es Das gibt doch kann immer ja noch nicht ewig hilfsbereite so Menschen. weitergehen. Vielen Dank. Warum erfahre ich das jetzt erst? Ja. Kein Problem. Ich Auch ohne google stets Belohnung, wie wie gesagt, in einfach das nur eine kleine Namen. Quest. Eine Ratte will hoch hinaus. Ist aber umgebracht. So, jetzt wollen wir noch mal kurz zu Ignaz, denn da können wir die Anschlagtafel-Quest auch noch abgeben. Ich kann das nicht Hoffe ich aufgeben. jetzt mal. Und genau sowas meinte ich mit dieser, wie jetzt mit der Flora. Falls hier irgendwo jemand irgendeine Quest für uns hat, ja, dann am besten könnt ihr mir einfach Bescheid geben. Klappern wir ja auch noch ab. Damit wir ja schön alles mitnehmen. Dann Hey, könnte es sein, dass du! der Bodo irgendwelche Probleme hat. Hat er auch, aber da können wir ihm auch nicht helfen. Hey, du! Garund hat auch nichts mehr zu sagen, ne? Nee, sogar gar nichts, gar nichts. Nicht mal so Standardquatsch, der hat einfach gar nichts zu sagen. Was ist mit ihm hier? Gar nichts, okay, gut, dann belassen wir es mal dabei. Ich meine, wir werden ja noch oft genug zurückkehren nach Coruinis, denke ich mal. Früher oder später. Jetzt aber erstmal zu Ignaz und das noch abklappern. Ja, hier leben sie alle ihren Alltag, ja. Jeder Tag wie der andere. Ist bei Hey, uns auch du! fast genauso der Fall. Fast. Ich habe deinen Aushang. Ich werde dir. Was fehlt denn? Oh, leck mich doch in. Ich habe extra die Vergessensspruchrollen zusammengesammelt. Eine Angst, fünf Vergessen haben wir. Was will der denn noch, was wir nicht haben? Pech, Gletscher, Quarz, Bergriss. Papier. Ist es wieder Papier? Ach, Papier. Wer hat denn nochmal Papier verkauft? Irgendein dummer Depp hat doch Papier verkauft. War das sogar Ignaz? Nee, der war es nicht. Der hat irgendwie. Aber wir können ja auch gerne mal gucken, was er so anzubieten hat. Vergessen und Schlaf. Rezepte für jegliche Spruchrollen, aber leider kein Papier. Das ist äußerst tragisch. Jetzt wieder Papier her. War das eine Dingen hier? Das ist Zufall? Ja, okay, war's. Grundstöckel hat er auch nicht dabei. Okay, dann mach's gut. Papier. Wer hat denn nochmal Papier verkauft? Und was können wir nochmal jetzt zwei Papier kaufen? Die haben, glaube ich, gar nichts gekostet. Also ein Gold oder maximal drei pro Stück. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Jetzt haben wir nur Konstantinos Kram wieder abklappern können. Das ist. Ja, so langsam sammelt sich der Quatsch hier wieder. Ich weiß auch nicht, wo ich. Ich meine, Rasiermesser haben wir, Pfannen haben wir, Beile haben wir, kleine Sensen und Sicheln. Das ist auch sowas. Kleine Sensen und Sicheln, wo soll ich das hernehmen? Haben wir kleine Sensen dabei? Eine und zwei Sicheln statt acht. Ja, und noch eine geschärfte. Gut, klar. Kann man die auch wieder entschärfen? Das würde mich mal gerne interessieren. Gerade wegen dem Kurzschwert der Miliz.
Aber es muss doch irgendwo noch ein zweites kurz für der Miliz zu finden sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur eins auf der Welt gibt. Also in der Welt. So, hatte hier einer von euch Papier? Hey. Wenn sitzt der Harkon da hinten wäre, wäre es natürlich sehr traurig. Ja, dann können wir das vergessen. Aber der hat nichts mehr zu verkaufen. Jemals wieder. Okay, hier hatte keiner. Ich hätte das Papier nicht zu verkaufen. Wo haben wir denn Papier herbekommen? Der arme Kerl. Der Konstantin vielleicht wieder irgendwas? Nee, okay. Ich will mal ganz kurz hoch in die Kaserne. Niemand darf gegen die göttliche Ordnung. Ich kann mir noch ein paar Leute ausrauben. Mit dem Hintergedanken, dass man vielleicht irgendwo einen Kurs für der Miliz klauen könnte. Ich weiß, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Stängelzumpfkraut haben sie wieder dabei. Das, sowas haben sie. Der Tücher haben sie sowas dabei. Sowas haben sie dabei. Hey. Aber sonst nichts Gescheites. Warum habe ich die nicht ausgeraubt? Ich meine, gut, wann waren wir auch das letzte Mal hier, ne? Wann waren wir auch das letzte Mal hier? Da hatte man noch viel weniger Geschicklichkeit als jetzt. Hey, du! Guck mal, hier alle können wir so ausziehen hier. Können wir die 5000 Gold wieder reinholen? Ach genau, und Wambo kann uns. Weißt du, was du könntest? Du könntest dafür sorgen, dass wir. Lehren. Ah, wobei, ich belasse es mal dabei, ja, okay? Ich meine, wir haben 90%, das reicht aus. Und wenn wir dann noch irgendwann noch irgendwelche anderen Steintafeln oder sonst was finden, dann ärgere ich mich, dass ich über 100% habe. Und das wäre dann natürlich auch ein bisschen doof. Deswegen belassen wir es einfach dabei. 90% ist vollkommen ausreichend. Ja, wir haben ja keine Mängel. Ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie Probleme hätten. Seltsamerweise kann ich irgendwie überhaupt kein Kopfgeld für Verbrecher kassieren, ne? Das ärgert mich auch ein bisschen. Wenn das wohl irgendwie mal zu Gebrauch kommt, okay, den können wir nicht ausrauben. Ne, hab keinen. Tut mir leid. Was mit dem? Können wir den ausrauben? Ne, können wir den ausrauben, okay. Ich meine, das summiert sich auch, ne? Wenn man die ganzen Leute ausraubt. Das summiert sich auch. Sowohl das Geld, als auch die Erfahrung, als auch die schlechte Gesinnung. Aber dafür können wir ja dann kostenlos an Innus denken und seine Worte verinnerlichen und seine Güte und schon geht es uns wieder besser. Oh, wir sind auch wieder neutral, sehe ich gerade. Ja, ja, so schnell kann es gehen. Ist da hinten jetzt eigentlich jemand anderes noch? Oder sitzt da jetzt gar keiner mehr? Doch, da sitzt wer. Der Dan sitzt da, ach ja, stimmt. Der eigentlich Dreck am Stecken hat, aber okay, gut, dann hat auch nichts mehr zu sagen. Würde ich sagen, gehen wir noch kurz zum Adanos. Denkmal, wollte ich schon sagen. Also zum Schrein. Schrägstrich. Zu Vatras. Er erzählt alles weiter. Und ja, gut, dementsprechend auch zum Schrein. Da müssen wir nämlich auch eine Runde beten. Das darf ich nämlich nicht vergessen. Adanos aber sah, dass nun. Da gibt es auch noch dicke Boni. Adanos. Wir da immer schön regelmäßig beten. Und ansonsten gibt es halt auch EP. Hier können wir auch Regeneration Mana, war das, ne? Ja, gut, und Innus in seiner Weisheit. Weil an sich könnten wir die 10.000 Gold und die 40 Lernpunkte investieren. Für Mana oder Lebensregeneration, aber das ist schlichtweg einfach gar nicht aber nötig. Adanos fürchtete sich vor dem Tag, an dem das Tier auf das Land zurückkehren würde. Das Tier ist schon längst auf dem Land. Hey. Das Tier nennt sich Mensch. Hey. Die ganzen Bürger hier, die immer stehen, hatten wir sogar abgeklappert. Innus jenen Teil seiner Macht vielleicht die mit Namen noch nicht zu belassen, schwierig. Auf dass er sie dem Menschen wiedergebe, das ist eine Herausforderung. Falls das Tier zurückkehren sollte. Hey! Denn wir können die mit schwierig eventuell sogar knacken. Natürlich den jetzt wieder nicht. Ich habe in seiner Weisheit. Ja, das ist natürlich wieder. Gut. Ja, komm, das war jetzt wieder hier Vorführeffekt, ganz klar. Ich habe nämlich
als die letzte Folge rum war und ich da ein bisschen rumprobiert habe auf den Dächern, habe ich auch die ganzen Paladine ausgeraubt. Bei denen war es auch schwierig. Auf das aber der ich habe kein ist natürlich wieder eine harte Nuss, ne? Ja, ja, Querkant, Drecksau. Irgendwann komme ich vorbei. Amir, irgendwann komme ich vorbei. In die Stadt. So bat er Innos, und dann nehme ich dich aus. Teil und nur dich, Macht weil alle anderen habe ich dann schon. Zu belassen, auf das ich sie dem Menschen übergebe, falls das Tier zurückkehren sollte. Gewagt ist, glaube ich, jetzt auch Innos in seiner überhaupt Weisheit kein Problem mehr. Also das kriegen wir immer hin. Können wir vielleicht eine Runde Shakti spielen mal wieder. Und wenn wir schon mal wieder hier sind. Ich glaube zwar nicht, aber schön wäre es trotzdem. Nicht jetzt. Nicht jetzt, ja. Okay, vielleicht müssen wir auch irgendwie zu einer bestimmten Zeit kommen, das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Ach, ich gehe mal kurz zum Chef. Oder nee, ich kann direkt zu Konstantino, der stört es ja auch nicht. Dann penne ich eine Runde. Dann bete ich in der Stadt. Nochmal zu Adanos. Dann bete ich nochmal eine Runde bei Innos. Und dann gehen wir dann ins Minental. So, da musste der Konstantino zwangsweise mal eine Nacht durcharbeiten, naja. Verträgt er auch mal, ne? So, dann beten wir nochmal eine Runde. Adanos. Gerade auch der EP wegen. Und vielleicht gibt es ja noch einen extra Bonus. Ja, wir beten hier auch viel zu unregelmäßig. Müssten wir eigentlich mal gezielt öfter machen. Und an diesem Ort waren hey. Ordnung und Chaos. Aber wie gesagt, da gibt es auf jeden Fall noch und so dicke Boni, wenn wir das noch ein paar Mal machen. Denke ich, hoffe ich, schätze ich mal. So, dann auf zur besten Taverne der Welt. Noch eine Runde beten. Warum sind wir denn böse? Ach so, ja, einmal zu viel ausgeraubt. Also, da ging wohl unser gutes, sehr gut Polster in die Knie. Es war zu viel. War einfach zu viel. Innos. Für Innos. Ja, da hat sich gedacht, du Drecksack nicht mehr. Komm, es reicht. Aber wir können einfach den hier machen. Ja, ganz kostenlos. Ich frage mich, warum ich das eigentlich nie probiert habe. Ja, weil es ist doch klar, dass das auch irgendwie Gesinnung geben kann. Und warum sollte man dann für 0 Goldstücke beten können? Ja, das wäre dann komplett unnütz. Aber nein, ich trottel natürlich. Bin immer für 100 Gold rein. Also ich glaube, wir haben ja schon, weiß nicht, ein paar tausend vielleicht verprasst, indem wir im Schnelldurchlauf die Gesinnung nach oben geschoben haben. So wäre es auch gegangen. So, wie weit sind wir denn jetzt? Nur gut. Das ist nicht gut genug. Ich habe übrigens keine Ahnung, ob es auch extrem gut gibt. Das müsste ich eigentlich mal offscreen machen und da einfach mal hier eine Stunde rumstehen. Und so ein bisschen Innos-Polster wieder verschaffen. Wir brauchen natürlich noch ein inniges, langes Gebet für unsere nächste Reise ins Minental. Ja, weil da ist es gefährlich und wir brauchen Innos-Beistand, weil sonst sterben wir dort wahrscheinlich. So, jetzt reicht's aber. Ach komm, scheiß drauf. Sehr gut, okay. Naja, so lange hat's auch nicht gedauert. Ist vertretbar. Nun gut, ja, es ist wieder abgestürzt. An unserem Lieblingsschrein sogar, das ist ja beinahe tragisch. Naja, auf jeden Fall wir sind wieder sehr gut. Und wir müssen dann wieder zu Kirko. Und wir haben auch lang genug gepennt. Das heißt, wir können dann den Droiden fragen. Okay, also Wolfgang ist sogar ein Droide. Ich dachte nur Alchemist, aber ist auch egal. Also die beiden Quests hier werden wir dann wahrscheinlich abklappern können und das heißt, dann kommen wir zurück zur Hauptquest, / dann irgendwann zum Stonehege. Wie es hier so schön geschrieben wurde, zum Stonehege. Ach, tut es gut, dass wir diesen Teleporter haben, das raubt nur Schlaf und Nerv. Muss mal kurz rein zu den Waldläufer. Beide Quests weiter abarbeiten und dann wieder raus. Geht mir aus dem Weg, ihr Versager. Schimpft euch Waldläufer. Ihr sitzt aber nur im Wald rum. Versager. Alles Versager. So.
Hat sich geklärt. Bin zurück aus Korinnes. Und was gibt's zu berichten? Die Angriffe auf das neue Lager werden immer heftiger. Wir konnten den Feind mit Mühe zurückschlagen. Gab es Tote bei euch? Leider. Wild ist gefallen, okay. Nandor wurde schwer verletzt. Habt ihr den Heiler geholt? Dragomir wird die Kräuterhexe verständigen. Sehr gut. Ich kann man schicken. Ich ernenne dich hiermit zum Waldläufer dritten Grades. Das bedeutet, du bekommst diese Rüstung hier. Und wahlweise bekommst du noch einen Knochenboden oder eine Kriegsarmbrust. Ich nehme die Armbrust, aber ich hab die eigentlich schon. Ich hätte gerne die Armbrust. Armbrust? Wie du willst. Danke, Meister. Adanus sei mit dir. Komm später wieder. Okay, das heißt, hier ist erstmal Ende im Waldläufer. In der Waldläufer-Quest-Reihe. Vorerst. Oh, Tatsache, die ist ein bisschen anders. Ach, wir haben eine normale Armbrust. Wir haben ja gar keine Kriegsarmbrust. Na, umso besser. Auch ein Sturmbuch, sehe ich gerade, den wir sogar benutzen könnten. Aber wir haben Armbrust halt 60% und Bogen gar nicht, deswegen nehmen wir die Kriegsarmbrust. Stimmt, die ist wirklich besser als die normale. Ich dachte, wir hätten schon eine, weil die eben genauso aussieht, aber naja, haben wir wieder was gelernt. Haben wir übrigens noch den Geisterbogen und noch einen Knochenbogen. Die Kriegsarmbrust hat auch einen höheren Wert. Aber gut, wir benutzen sie ja jetzt eh. Ich hatte echt nur die... Die sieht halt genauso aus wie die Kriegsarmbrust, deswegen denkst du die ganze Zeit, ey... Ich habe eh eine gute Armbrust, die ist so solid, und dann denkst du noch so im Kampf mit dem Ding so, warum macht das eigentlich so wenig Schaden? Jetzt weißt du warum. Jetzt haben wir einen mit 30 Schaden mehr. Endlich bist du wieder da. Dein Fell ist fertig. Hier hast du es. Danke. Sieht sehr weich aus. Soll's auch sein. Aber was hast du eigentlich zum Handeln gerade? Mal einfach so, weil ich gerade alle am Abklappern bin. Hast du... Nein, du hast ein Amulett der Erleuchtung. Schade. Anschauen wäre mir lieber, aber gut. Was bieten die denn nochmal an? Was hast du für eine Armbrust auf Rügen? Ist das doch dieselbe wie ich, oder? Oder hast du noch eine bessere? Denn ich meine, eine brutale Armbrust könnten wir ja sogar tragen. Aber nein, der hat... Ja, okay, der hat... Nee. Oh, ein Harnisch-Amulett. Das ist schon mal ein Treffer in Schwarz. Das nehmen wir mit. Wenn wir noch eins finden, wie gesagt. 800 Gold. Mein Gott, das ist nicht die Welt. Ja, ich könnte auch einfach mal... 11 Zweihänder Geschärfte verkaufen. Da hätte ich wieder fast 4000 drin. Also, es ist jetzt nicht so, dass wir Geldmangel hätten. Ja, wir könnten sehr viel Kram verkaufen für relativ viel Geld. Gut, die meisten Waffen, die wir haben, sind Rotz, aber allein die ganzen wertvollen Sachen, die wir dabei haben. Als Beispiel wären da... Okay, wir haben nur 8 Schattenläufer. Hörner, echt? Dort werden mehr. Zumfallzähne, 121. Das sind auch 5000 Gold. Aber wir haben noch Schatullen dabei. Wir haben auf keinen Fall hier, genau das meine ich, 25 goldene Kelche. Wir haben keine Geldsorgen. Deswegen können wir das alles machen ohne. Lass uns. Ohne Überlegung, sage ich mal. Und ohne Befürchtung, dass uns das Geld ausgeht. Zack, und schon ist wieder. Ja, gut, oder 12 rohes Fleisch dabei. Deswegen, das Harnisch-Amulett habe ich jetzt gekauft. Wo ist es denn? Da ist es. Das heißt, das können wir abgeben. Allerdings braucht mir doch noch etwas mehr als das Harnisch-Amulett, oder? Ich will ganz kurz mal... Nein, das war nicht Ignazio, auf! Oh, wieder das verkorkste Papier. Harad war es auch nicht. Da fehlt aber, glaube ich, nur der Schürhaken. Ich finde so Dinge auch nicht, so ein Schürhaken. Gut, Amulett der Eichenhaut haben wir auch, glaube ich. Aber da fehlt halt was anderes, ne? Kurzschwert der Miliz. Haben wir das Eichenhaut-Amulett haben wir, ne? Genau, das haben wir auch. Was war denn das nochmal? War es der da? Ne, oder? Amulett der Flammen haben wir aber, glaube ich, auch. Jora war es, oder? Genau.
Aber da fehlt uns noch ein Kurzbogen, oder? Wir haben alles. Warte mal, gerade mal kurz abklappern, weil wir müssen jetzt wieder direkt nach Kurin des Rendes kümmern. Wir haben das alles. Also Joras Anschlagtafelfest können wir abschließen. Das ist schon mal gut zu wissen. Das werden wir dann demnächst tun. Also, was heißt demnächst? Das nächste Mal nach Kurin kommen und ich mich da wieder drum kümmere. Weil die Sachen verschwinden ja nicht einfach aus dem Inventar. Und im Normalfall verkaufe ich auch nie was. Außer halt ganz am Anfang, um ein bisschen Geld zu bekommen. Deswegen hat auch die Lieselotte, glaube ich, so viele Spitzhacken und so viele Kurzbögen gehabt, weil wir sie verkauft haben. Aber das ist halt einfach so. Am Anfang muss man ja schauen, dass man irgendwie ein bisschen Geld bekommt. Aber mittlerweile. Ja, wir haben uns ja was für 5000 gegönnt. Kaufen hier und da immer Scheiße ein. Für die Anschlagtafel-Quests, wenn wir da irgendwas noch brauchen. Aber da kommt ja auch Geld wieder rein. Und noch dazu kriegen wir noch EP obendrauf. Und das ist halt viel wertvoller, als den Kram einfach nur so zu verkaufen. Hey, du! Und nebenbei machen wir noch einen Haufen Quests und haben sowieso keine Mängel. Ich habe hier etwas für dich. Ja, was ist es? Nun, es ist flauschig weich und herrlich warm. Sag bloß, du hast ein Feld für mich gefunden? Genau so ist es, hier hast du es. Das ist ja wunderbar weich. Vielen Dank. Hier, nimm das. 250 Gold, oh ja, ist auch okay. Ich hätte aber gern ein bisschen mehr. Du gestattest, dass ich mich selbst noch etwas bereichere? Hey! Was hat denn der eigentlich für eine Rüstung? Ach ja, genau. Ich will ja noch gucken, was wir für eine Rüstung bekommen haben. Das ging jetzt irgendwie ein bisschen unter. Ork-Jäger-Rüstung, schwere Templer-Rüstung, Waldläufer-Rüstung. Ach, das ist die Waldläufer-Rüstung. Das ist ja noch die ranzigste, sag ich mal. Also der da vorne muss eine dickere haben. Und der Kirko selbst sowieso. Und die ist schon fast so gut wie die schwere Templer-Rüstung. Alter Falter. Vielleicht löst es sogar irgendwann mal die Geisterrüstung demnächst ab. Ich bin gespannt. In diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und kümmern uns dann wieder ein bisschen um die Cro-Magnon-Quests. In diesem Sinne, ja, bis zur nächsten Folge. Tschüss.